Kapitel 16 Krönung. Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Sie ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Vielleicht. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Und, so wie ich das verstanden habe, was ist los? Melly, kämpfen wir gegen jemanden mit den gleichen Genen. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly, sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Oh, Melly, warte! Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Und aber hier? Gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Lauf mir nicht im Weg rum, ich muss Sachen einsammeln. So, was haben wir denn überhaupt? Ich habe wahrscheinlich jetzt hier... Oh, ach nee, das sind die Geschosse, ich wollte gerade sagen. Ja, zum Machen habe ich definitiv noch nichts. Okay, dann sollte ich... Das haben wir alles... Was ist das denn? Kontrolliert die Ratten? Oder hätte ich... Ach so. Moment, ich muss mal irgendwas ausprobieren. Ich kann den gar nicht hier lassen. Schade. Ah, aber so kann ich die Ratten kontrollieren, glaube ich. Jetzt verstehe ich, was die eben gemeint haben. Toll. Mist. Okay, also ich lasse mal erstmal alles so, wie es ist. Vorsicht. Glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Vitalis weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch, wir wissen nicht mal, was in dieser verdammten Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Los, nicht die Tür richtig zu. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Hol ihn dir. Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Er ist meine rechte Hand. Er erledigt sie alle. Gute Arbeit. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Macht nichts. Das würde ich auch tun. So, mal eben gucken, ob wir jetzt hier irgendwas finden. Da ist... Doch, da ist noch was. Ha! Da? Hast du nicht auch gerade geleuchtet? Anscheinend nicht. Du brauchst mir nicht hinterherzukommen. Ich muss hier nur gerade ein paar Sachen klauen, damit ich auch was herstellen kann. So. Auf geht's. Aus zum fröhlichen Sterben. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken. Die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. So. Nicht aus nächster Nähe sehen kann. Das Wichtigste ist, dass der große... Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Das ist unsere Chance. Zerstört. So durch den Boden an.
So, jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich das hinkriege. Oh, wow. Du bist in Sicherheit, Roderick. Bleib dicht bei uns. Bist du sicher? Ja, wir hören auf mich. Wow. Na, 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 na. Jetzt habe ich auch verstanden, wie das geht. Ha, Leute, jetzt machen wir sie alle platt. Ich glaube, der sieht ein bisschen ungesund aus. Aber wir müssen irgendwo... Kommen wir hier durch, oder? Ich habe ja keine Ahnung. Ich meine, unsere Fremdenführer sind ja jetzt auch weg. Also... Lebst du noch? Wäre ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Die Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, verstehe. Bäh. Mal schauen, wovon er redet. Wo ist das denn? Was ist das hier? Nee, das war das. Achso, hier unten. Disziplin. Da sich die Kirche vermehrt mit Orden und Kulten konfrontiert sieht, bittet sie die Inquisition eindringlich, Ketzerei hart zu bestrafen und auszumerzen, indem sie gegen Dolzianer, oh Gott, Frazizellen und Flagellanten vorgeht. Diese sind davon überzeugt, dass die Menschheit göttliche Strafe erfahren muss und stellen ihre Buße in Form von Selbstgeißelung öffentlich dar. Mit großen Peitschen ziehen sie durch die Straßen und fügen sich selbst furchtbare Wunden zu. Ironischerweise trugen die Flagellanten so zur Verbreitung der Pest von Dorf zu Dorf bei. Ja, das nenne ich mal Ironie. Gut, also wir haben die Ratten. Die Ratten sind aber jetzt gerade etwas abgelenkt. Können wir die zur Seite tun? So, Moment. Sie hören einfach nicht auf mich. Ja, weil sie fressen. Können wir denn trotzdem durch? Probier's mal. Guck mal, da ist doch noch was. Das nehmen wir auch noch mit. So, komm schnell mit, sonst überlegen die Ratten sich das vielleicht doch noch anders. Achtung, Wachen! Wo? Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen? Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis hat sich verändert, seit der Träger ankam. Vielleicht ist nun jemand anderes sein Protégé. Okay, hier können auch noch Ratten durchkommen. Dann wollen wir mal dein Licht löschen. Warum hat der Kerl mich da oben jetzt gesehen? Den habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Wenn ich ihn jetzt aber schicke, dann wird er auch gesehen. Das ist sehr, sehr schlecht. Okay. Können wir die eigentlich ja nur hier komplett rausführen? Nee, jetzt kommt der schon wieder. Geh woanders gucken, alter Mann. Ich muss mich hier auf die andere Seite stellen. Geh, los. Wir auch. Komm schnell zur anderen Seite. Wo läuft der denn rum, der Trottel? Okay. Da machen wir erstmal aus. Na dann. Hier ist nichts. Sag ich doch. Wieso kann ich das jetzt nicht löschen? Muss ich die Schleuder benutzen, kann das sein? Okay, das wird nicht ganz so einfach, wie ich gehofft hatte. Ah,
Hat keinen Sinn. Wir sind weg. Ja, so in etwa. Na los, jetzt hin, Alter. Ich finde euch. Nein, weg mit euch! Weg mit euch! Hey, Feigling. Ich werde euch Manieren einfügen. Scheiße nicht. Der Sound davon habe ich ab. Arschloch. So, okay, dann gucken wir jetzt erstmal, ob wir jetzt hier noch irgendwas Schönes finden. Vielleicht hätten wir jetzt... Okay, ist da noch einer? Die Wache. Du bist erledigt. Schön. Der steht nicht wieder auf. So gut gemacht. Glaub mir. Sehr gut. Okay, hier hätten wir wahrscheinlich auch Ratten rausholen können. Aber okay. Ich weiß jetzt nicht, ob da rechts jetzt noch irgendwas gewesen ist. Ich glaube, da blinkt nichts. Hier sind auf jeden Fall verschiedene. Da hinten ist noch eine Wache. Hab ich gar nicht gesehen. Pass bloß auf, dass der dich nicht erwischt. Okay, dann holen wir uns jetzt erstmal hier die Sachen. Das brauchen wir nicht. War da noch gerade was? Warst du so am Blinken, Junge? So geht das aber nicht hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da vorne könnten wir theoretisch... nicht das Licht ausmachen. Das müssen wir wahrscheinlich so von vorne aus löschen. Und die dann dahin jagen. Also es funktioniert auf jeden Fall definitiv nicht. Nein, hallo. Was doch gerade richtig drin. Schön von den Ratten wegbleiben. Schön von den Ratten wegbleiben. Ach, der hat aber so ein Feuerding, ne? Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut, oder? Doch, der hatte so ein Feuerding. Nein! Oh fuck! Oh fuck! Hat er das denn jetzt wieder angemacht, verdammte Hacke? Jetzt finde ich euch und dann schlitze ich euch die Kehle auf. Versteck dich! Wo hat der das jetzt bitte angezündet? Sieht aus, als wäre ich das einzige arme Schwein hier. Knabbert mich nicht an.
dich! Okay, den kann er wohl auch nicht mal ebenso erledigen. Das ist natürlich nicht gut. Da wird doch noch was. Danke. Wo zur Hölle hat der jetzt das Feuer gedingst? Wieder angezündet. Das verstehe ich nicht. Hat er doch gar nichts. Okay. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben, aber ich werde es jetzt trotzdem versuchen. Okay, also es war eine Sache des Timings, verstehe. Wieso versteckst du dich davor? Da sieht er dich doch, Trottel. Haben wir hier oben noch irgendwas, was wir holen können? Ist hier noch irgendwas, was ich aufnehmen kann? Dankeschön. Wir müssen aber wahrscheinlich hinten durch. Ah, sehr schön. Hat der noch irgendwas für uns? Nein, das Sackgesicht hat nichts für uns. Okay. Gut, Leute. Wir stürmen die Burg. Ich finde die Ratten jetzt gar nicht mehr so schlimm. Mit seinem eigenen vermengt. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Es ist vor allem unnatürlich. Aber entweder das oder die Ratten. Das muss das Ende der Welt sein. Man weiß kaum noch, was richtig und was falsch ist. Zwei Wachen, eine für jeden. Sicher? Das klang gerade so komisch. Hat der einen Helm auf? Junge, hast du einen Helm auf? Ich glaube ja, oder? Nee, der hat keinen Helm auf, glaube ich. Der ist für dich. Verlass dich auf mich. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein. Okay, mach. Willst du das übernehmen? Machst du das, Rodrik? Ja. Wow. Durch mit euch. Schnell. Vorsicht. Wie kommst du jetzt durch? Du musst mitkommen. Wir brauchen dich doch. Oh mein Gott. Ein Bogenschütze. Rechts ist einer. Oh, hier kommt gerade auch einer. Die Ratten, sie wollen rauskommen. Ja, das ist auch schön. Aber es sind hier gerade zu viele unterwegs. Wenn ich den angreife, ist es schlecht. Ach, da hinten. Ah. Okay. So, Moment, wir müssen erstmal gucken. Also, lockt Ratten an, machen wir mal einmal. Wischt Feuer. Ach komm. Da war nichts. Da war nichts. So, jetzt müssen wir überlegen. Den Typen können wir, also die können wir eigentlich alle platt machen, solange die kein Feuer haben. Nein. Geh doch mal aus dem Weg, Junge. Oh.
Ich glaube, sind jetzt nicht alle Ratten weg. Nee, das sind noch welche, okay. Ja, komm, splittet euch wieder. Was macht der Bogenschütze jetzt da hinten? Das gefällt mir gar nicht. Der geht nur runter, okay. Oder die splitten sich jetzt nicht mehr, weil jetzt da die Ratten stehen. Das kann natürlich auch sehr sein. Das wäre in der Tat etwas doof. Ich vermute nämlich mal... Oh, geh mir doch mal aus dem Weg raus, Mensch. Okay, das war jetzt richtig geil. Ich dachte eigentlich, man kann loslassen, ohne dass die da irgendwas schleudert, aber warum konnte ich den nicht treffen? Wahrscheinlich, weil da hinten alles Feuer ist, ne? Jetzt haben die Idioten sich natürlich dahin gestellt, wo Feuer ist. Aber noch höre ich Ratten. Also ich hoffe, wir können jetzt noch genug von den Ratten hier rüber geleiten. Nein, da ist nichts. Was? Okay, wieso geht das nicht? Oh, ich habe den Bogenschützen vergessen. Scheiße. Aber wieso klappte das jetzt nicht? Wieso sind die scheiß Ratten da nicht hingelaufen? Hinter mir waren doch genug. Und da ist auch kein Feuer. Jetzt muss ich es wieder... Haltet euch, Männer. Die Beschwörung beginnt bald. Der Großinquisitor wird uns retten. Die Ratten, sie wollen rauskommen. Ja. Ich muss wieder alles von vorne machen, ich weiß. Aber das kann ich erst, wenn der Typ weg ist. Eigentlich wäre es besser, wenn ich das erstes auf ihn mache, ne? Andererseits, es geht nicht anders. dass der Typ hier aber auch immer im Weg stehen muss. Ich kann so nichts sehen. Die jetzt erwischt natürlich nicht, ne? Na gut. Oh, ist nicht euer Ernst jetzt.
Problem ist wahrscheinlich, dass ich da vorne das Feuer auch noch löschen muss. So, es sind definitiv Ratten zurückgelaufen. Das heißt, irgendetwas hat die dann vorhin... Geh mir aus dem Weg, Junge. Vergesst es. Die sehen wir so bald nicht wieder. Okay, die stehen jetzt an einer anderen Stelle. Ich lebe. Gott sei Dank. Danke. Nicht euer Ernst, oder? Dieser blöde Bogenschütze da oben weg wäre, aber da gehen die nicht hin. Okay, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob der eine Typ jetzt, aber ich glaube, der andere hatte gesagt, ich lebe noch, ne? Der da so gepanzert war. Okay, die Frage ist jetzt nur, es hört sich nämlich ehrlich gesagt nicht so an, als ob jetzt hier noch Ratten übrig sind. Ah, ich sehe schon, ja. Hat das jetzt beide erwischt? Nee, oder? Ernsthaft? Habe ich beide erwischt? Das wäre cool. So. Obwohl, eigentlich könnte ich den direkt abschießen, ne? Haben wir denn jetzt alle? Ich glaube ja. Oh, hat der mich jetzt erschreckt? Ja, Moment, ich muss erst noch die Sachen einsammeln. Ich habe jetzt hier so viel Munition verballert. Ja, ja, ich komme. Ich muss noch mal eben hier bei den ganzen Schweinestall und so durchlaufen. Weiß doch nicht, was die hier alles noch für schöne Sachen rumliegen haben. Ja, ist alles gut, wir kommen jetzt. Macht euch keine Sorgen, wir brauchen nur etwas Munition, damit wir auch den Rest des Teils hier überstehen. Hey, hier lang. Da haben wir nichts mehr. Oh, hier ist noch was. Sehr schön, Steine sind immer gern gesehen. Amicia! Ja, das bin ich. Hör zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Okay. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Komm, komm. Ist nicht so schlimm, es brennt nur. Wir haben schon Schlimmeres hinter uns gebracht. Verschlossen. Ich breche sie auf. Ja, mach. Los. Komm, zack ich. Wieso kann ich dich nicht anweisen? Brech auf! Dreckstück! Dir zeig ich's! Ich wollte gerade sagen, guck du dir die Schmetterlinge an. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Wuss, 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 wuss?
Na also, endlich ein Stützpunkt. Ein bisschen Licht tut gut. Ich kann mich aber nicht um die kümmern. Ah! Hey, was ist das? Das sehe ich. Das muss Hexerei sein. Ja, ja, geh ruhig. Nichts zu berichten. Verstehe. Aber wieso funktioniert das nicht, wenn ich jetzt da auf die... Ach so. Ist nicht dein Ernst jetzt. Mach dieses scheiß Ding aus. Niemand, na. Okay, der nächste ist dran. Wer war das? Wo bist du? Geh mir aus dem Weg, du Blödmann! So geht's auch. jetzt ist der Typ natürlich da bei einer Quelle. Hat er irgendwas Schönes für mich? Natürlich wieder nicht, ne? Na klar. Ja, die war wieder zu blöd zum Zielen, ich weiß. Schon. Lass es gut sein, Rodrik. Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Ja, los, sag ich. Gut. Dieses Mal kommen wir rein. Weiß ich doch. Scheiße! Toller Plan. Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle. Ich dachte eigentlich, da sind wir schon, aber okay. Nicht anbrennen. Ich brauch dich noch. Die Decke stützt gleich ein. Beruhige dich. Lass uns laufen. Du hast den du bist atemnäher. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. Das muss der Ausgang sein. Nee, noch nicht ganz. Ja, wird schon schief gehen. Nicht ruhig für einen Tag der Wunder. Oh, verdammt. Ist das ein Einzelner?
Kümmerst du dich um ihn? Lass ich mir nicht zweimal sagen. Was hast du gut super gemacht? Du in bist seine Haut möchte ich nicht stecken. So, weiter geht's. Upp, da ist noch eine Woche. Aufgepasst! Ihr wusstet, dass Eindringling sofort gerichtet wird. Dieser Ort steht unter Quarantäne und fällt unter die Rechtsprechung der Inquisition. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Ich würde sagen, alle ausschalten, oder? Warum liegt er da auf dem Boden? Ich sag's doch, ich kriege euch. Oh nein! Nein, 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 oh nein! Doch! Nur leider anders als geplant. Tut mir leid. Ich wollte nicht schlafen legen. Oh, hab Dank. Danke. Ja, ja, bitte, bitte. Ich wollte aber was einsammeln. Ja, hallo. Und viel Glück. Hey, wartet. Heile. In Deckung, Bogenschützen. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen auf. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Hallo, sehe nichts. So, Moment, was für ein Fallgitter? Ach, da hinten, okay. Wir haben drei Bogenschützen, wenn ich das richtig sehe. Okay, das ist nicht gut. Aber wir können es trotzdem mal probieren. Ihr dürft aber auch gerne woanders hingucken. Okay, von hier aus kann ich sie definitiv nicht treffen. Ach, zu gefährlich. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Das wollen wir noch mal sehen. Was ist denn hiermit? Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia! Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Das sind drei Stück. Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Amicia, die gehören dir. Nein! Hä? Ach, falsche Taste, scheiße. Bastarde! Amicia, sie haben ihn getroffen! Rodrik, lass den Karren los, bitte! Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich bin schon hier unten. Amicia, sie sind hinter uns. Bastarde! Ihr Bastarde! Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Wir sind noch mehr! Keine Sorge! Komm schon, weiter so! Ihr habt es fast geschafft! Eine Pause. Gut so, Rodrik. Das war's. Geh in Deckung. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Rodrik. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Ist nur ein bisschen durchlöchert von Pfeilen.
Ein Bär von einem Mann. Oder Jungen. Jetzt du! Opfer dich nicht! Nein! Wir helfen dir durch! Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Aber die sollten doch eine Familie gründen. Ich möchte einen alchemistischen Trank haben, womit ich die jetzt alle wiederbeleben kann nachher. Auch den Bruder.